Vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Professor Dr. Petlivanos, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen. 200 Jahre griechische Revolution, 200 Jahre unabhängiges Griechenland. Am 25. März jährte sich zum 200. Mal der Beginn des modernen Griechenlands. Im Jahr 1821 begann der griechische Freiheitskampf. Die griechische Bevölkerung erhob sich gegen das Osmanische Reich, um seine im 15. Jahrhundert verlorene Freiheit wieder zu erlangen. Vor 200 Jahren begann der Freiheitskampf der Hellenen gegen die osmanische Fremdherrschaft und er ist nicht nur ein Meilenstein der griechischen Geschichte, sondern auch ein wichtiger Mosaikstein der europäischen und damit der Weltgeschichte. Bis dahin, fast 400 Jahre, war Griechenland ein Teil des Osmanischen Reiches und das ist imponierend, dass wir in diesen vier Jahrhunderten nie unsere griechische Identität verloren haben, während wir gleichzeitig unsere Kultur und Religion lebendig gehalten haben. Das war sicher nicht leicht. Diese aufrechterhaltene Sprache und Kultur, es ist mir deshalb als die Botschafterin Griechenlands ein ganz besonderes Anliegen. Nur 5,5 Jahre nach 1815 und dem Wiener Kongress mit der Gründung der Heiligen Allianz, die alle die liberalen Erwartungen nach der französischen Revolution zerschlugen, erhob sich dieses kleine Land zu einem Freiheitskampf, der sich zu einem großartigen europäischen Ereignis entwickelte. Eine nationale, religiöse, christliche und politische Bewegung mit eindeutig europäischer, liberaler Identität, die nicht nur dem Zeitgeist entsprach, sondern der Ende einen weiteren historischen Wandel in Europa markierte, weil Griechenland als erstes in Europa einen unabhängigen Nationalstaat gründete. Es schuf einen neuen historischen Präzedenzfall und ebnete den Weg für das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert der Nationen. In dieser Hinsicht hat die griechische Erhebung, insbesondere im deutschsprachigen Raum, die Wiederbelebung demokratischer Nationalbewegungen begünstigt und führte zur Entwicklung einer wichtigen philhellenischen Strömung. Der deutsche Philhellenismus als ideologische und politische, aber auch als künstlerische Bewegung drückt alle liberalen Richtungen des Zeitgeistes aus und stellt aus heutiger Sicht eine primäre Form der organisierten Zivilgesellschaft dar, in der wichtige Aktivitäten stattfinden konnten, sowie Vernetzung, Mittelbeschaffung und freiwilligen Arbeit. Es begann als eine Bewegung von Einzelpersonen, die sich jedoch sehr schnell in Vereinen, Verbänden und philhellenische Komitees verwandelten. Sie verfassten Streitschriften, sammelten Geld und organisierten Waffenspenden an die Aufständischen. Zwar bestand der Philhellenismus in Deutschland als Manifestation der Zivilgesellschaft, übrigens zum größten Teil aus heterogenen Gruppen, Liebhabern des antiken Griechenlands, Christen, Studenten, Künstlern, Intellektuellen. Er hatte jedoch einen bemerkenswerten Einfluss auf die öffentliche Meinung. Viele deutsche Dichter haben ihrem Engagement durch einfühlsame Zeilen Ausdruck verliehen, so wie Johann Wolfgang von Goethe in Iphigenie auf Tauris. Und ich zitiere: Und am Ufer stehe ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend.
Denn weil die Internationalisierung der griechischen Frage vorausgegangen war, konnte dann der Kampf der Griechen dadurch siegreich abgeschlossen werden und der neue, unabhängige hellenische Staat tatsächlich gegründet und weltweit anerkannt werden. Nur unter dem Druck der beispiellosen Solidaritätsbewegungen der europäischen und amerikanischen Philhellenen gegenüber dem betroffenen griechischen Volk fühlten sich die politischen Führungen politisch verpflichtet, den Nachkommen der antiken Griechen zu helfen. Deswegen war die griechische Antike tatsächlich eine wichtige Grundlage dieses Philhellenismus. In der Befreiung der Griechen sah man den Sieg der Tugenden der klassischen Zivilisation, den Sieg der Zivilisation gegen die Barbarei, des Geistes gegen die Tyrannei. Durch die Bewunderung für die Antike konnten sich die Philhellenen mit dem Kampf der aufständischen Griechen identifizieren. Adamantios Korais, der große Lehrer, der in Paris lebte und starb, warb um die Unterstützung der Franzosen. Auch er bezog sich auf die griechische Antike und auf die europäische Schuld gegenüber ihren Nachfahren. Er gab 17 Bände antiker griechischer Geistesgrößen mit ausführlichen Kommentaren in der gesprochenen Sprache heraus, ist in Kinin Glossam, um die griechische Nation geistig und kulturell zu stärken. Seiner Meinung nach sollten die Griechen selbst um ihre geistige Herkunft wissen, sie sollten sich bemühen, ihren antiken Vorfahren würdig zu sein. Also besonders heute, an Korais Geburtstag, am 27. April, freue ich mich, hier Sie begrüßen zu können. Und ich freue mich noch mehr auf den Vortrag von Professor Pechlivanos über Adamantios Korais und die Freiheit der Griechen oder lieber über die Fette und das Schwert. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Nachmittag. Vielen Dank.